Ja, mein Fahrstil ist der beste. Das wissen wir. Dafür sollte ich ein Ohr ankriegen, ey. Ey, wie sie diese scheiß Dinger voll sind, das dauert ja Jahre. Ja. Boah. Ich hab grad mal 33%, ey. Die wollen immer, dass ein Golfplatz mir. Mensch, die können doch selber da mal mit einer Sense statt einem Golfschläger drüber gehen, oder? Wäre so Ausstattbild. Ja, war aber nur eine Sekunde, von daher ist das ja nicht so schlimm. Hey, ich hab schon 36%. Hey. Hallo? Kamera drin? Ich hab das Gefühl, das fährt eben gar kein Ende, wie groß das Ding ist. Ja, und gut, dass du nicht mal meins fährst. Ja. Ich bin hier schon seit einer halben Stunde am Mähen. Ja. Was ist das denn jetzt? Ach, wir müssen ja auch fürs Weizenmähen dann einen Mähdrescher kaufen, ne? Ja, richtig. Haben wir voll ja, den haben wir irgendwann verkauft, weil der ja sowieso scheiße war, der Anfangsding da. Ja. Und da haben wir nie einen neuen gekauft. Ich könnte mal sagen, wir haben eine Aufgabe. Also ich habe jetzt 262.000. Ich kann mal kurz den Shop rechnen. 262.000, ich habe nur noch 130.000. Mike, wie viel hast du? 39. 39.000. Wollen wir eben. Und Lara, Erntemaschinen. 315.000 kostet der nächste. Der günstigste oder was? Der günstigste ist 199 Meter. Ja, der ist ja scheiße. Und du willst einen guten, ja? Nee, warte mal, ich guck mal eben rein, was wir da so haben. Mal eben im Shop gucken, bla bla bla. Nähwerke, Miststreuerspritzen, bla bla bla. Grubber, Kipper, Rübenernte, Kartoffelernte. Erntemaschinen. Ja. Jetzt sind 35.000 haben wir am Anfang. Ja, genau. Für 32.000. Ja. Das ist ja wohl kacke. Oh, die Ästlinger wachsen schon, nice. Boah. Jetzt weiß ich, wie das geht. Ich bin da so ein Lauf. Ja, dann nimm mal den für 199.000. Soll ich den mal kaufen nehmen? Jo. Ja. Moment. Und dann vergiss nicht, dass du das Nähwerk dafür den Schneidewerk dafür kaufen musst. Ne? Da habe ich nicht genug Geld für, glaube ich. Dann kauf ich das gleich. Ich gucke einfach mal, warte mal kurz. Ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht aber nicht. Welchen hast du jetzt genommen, den für 199.000? Ich hab noch gar nichts gekauft. Wie viel hast du? Ich hab 263.000. Aber mehr auch nicht. Ich bin jetzt fertig mit Zählen. Dann kauf du den Deutz S465H und ich nehm das kauf das Schneidewerk dafür. Also ich soll den Meter verkaufen. Jo, du hast mehr Geld als ich. Ich muss jetzt mal kurz muten, warte mal. Oh. Ja, das liegt an der scheiß Erkältung. Ah. So, da bin ich wieder. Wir müssen mal kurz mit, ich muss niesen. Oh Gott. Das könnte heute auch das gehen. Und halt. So, da bin ich wieder. Boah. Alter, was soll ich denn mal kaufen? Ich weiß gar nicht, was ist gut wieder. Alter. So, dann wir jetzt dafür, ja?
Oh, ja, jetzt bin ich hier, war. Du sollst kaufen den Mähdrescher für 199.950. Den Deutz S465H. Habe ich gekauft. Sehr schön, das Schneidewerk steht schon auf dem Hof. So. Jo. Hä? Mein Fresse, bei 50% höre ich jetzt mal auf, wa? Ja. Oh, nee, jetzt muss ich wieder nachfüllen, wie ich das schaffe. Also ich bin von diesem Rasenmähen eindeutig kein Fan. Möchte das einer übernehmen? Nicht freiwillig, ich weiß. Aber ich bin jetzt fertig mit zählen. Ja. Sehr schön. Also ich höre jetzt auch mal auf mit dem Sehen, ich habe keinen Bock mehr davon. Können wir mal tauschen, Murph, oder was? Ja. Aber was bist du denn? Wo stehst du denn rum? Ich bin am Hof bei Marc. Oh, ja lol, so klar. Hat er dir jetzt seinen Trecker geklaut, oder was? Nein, ich bin hinter dir. Hä? Hinter dir. Hinter wem? Ich bin hinter Bero. Also, Feld Nummer 40, wo ist Feld Nummer 40? Wie sagst du mal, warte mal. Bei ihm hin. Feld Nummer 40 ist... Ich fahr hin. Alter, das ist irgendwo unten rechts beim Dings, glaube ich, ne? Beim Golfplatz, oder? Ich fahr hin. Du fährst da nicht hin, du hast gar keine Kohle. Ich hab doch. Ich hab mal 65.000. Was soll ich denn jetzt machen? Im Mähdrescher holen. Auch von dem Ding, okay. Ich will ja nichts sagen, ne? Ja. Aber Marc, du musst bitte die Dinger wieder ausmachen, das kostet. Was ausmachen? Du musst die Trecker doch wieder ausmachen. Hab ich doch. Die laufen alle. Ja. Jo. Komisch. Na, ich will weiter. Murph kocht mir das Feld. Viel Spaß. Wie soll ich jetzt zum Shop oder wo soll ich jetzt hin? Das Feld kaufen. Das heißt, du musst zum Feld Nummer 40 fahren. Wenn ich das hinkrieg, ja. So, noch 3%, dann hören wir erstmal auf und laden das Zeug alles ab. Dann bin ich echt hier noch nächste Woche beschäftigt. Das wären da ziemlich langweilige 2 Stunden. Ja. Große Nachfrage, ich kann gerade nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, toll. Büro, soll ich umdrehen, oder? Nee, mach den Party weiter. Gut. Ich verlangsame mal eben die Zeit, wenn das nochmal wieder von mal ging, weiß ich gar nicht, Du konntest die Zeit umstellen. Ah. Jetzt habe ich schon wieder eine hakende Maus, das ist auch mal schön. Ich muss den mal kurz muten. So. Ich bin jetzt bei 40. Eine 40.
Aber wo ist die 40? Da unten irgendwo beim Golfplatz, würde ich schätzen. Oder behaupten. Und ich weiß, wo ist das Feld? Ich finde das nicht. Kann doch nicht wahr sein. Kann ja nicht weglaufen. Genau. Die 36 und die 42, aber die 40 finde ich nicht. Da ist die 40. Also soll ich bieten, ja, Vero? Ja. Einmal bieten. Einmal bieten reicht. Hatte ich nicht irgendwo hier? Achso, ich muss erst wieder zum Landhändler mein Gericht holen. Das Feld ist aber echt riesig, Vero, ne? Ja, ich weiß, macht nichts. Was soll denn der Scheiß kosten? Ich guck grad, Moment. Mir hat einer mein Gewicht geklaut, verdammte Scheiße. Oh, das steht auf dem Hof. Okay. Wo ist da weg? 275.000. What the hell? Hast du denn überhaupt so viel? Und also die Fläche ist, warte mal. Normalwert ist 151.000, aber ich kann nicht bieten, weil ich hab. Ja. Ja. Bin nicht höher zu bieten. Ah, ich hab nicht genug Geld zu. Ja, scheiße, toll. Oh, falsch. Falsch. So. Wo waren die hohe Nachfrage? Hat das irgendeiner gemerkt? Ich weiß zwar Weizen, aber beim Güterbahnhof oder wo? Ja. Okay. Bla bla bla, Güterbahnhof, Weizen. Noch 24 Stunden. Oh, da kann ich ja. Da kann ich ja unseren ganzen Dings nehmen. Ja, wir kommen gerade wieder zurück zum Hof, ne? Wir? Ihr? Ja. Wertvoll, du Ding, du Sau. So. Bero, soll ich mithelfen? Ich fahr mal eine Runde mit. Ich auch. Wir haben drei große Anhänger, kann das sein? Ja. Ja, dann kannst du ja auch mal eine Runde mitfahren. Ja. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass hier noch ein dritter steht. Welches Fass muss ich, Bero? Ja, eine Tonne vorne dran, ne? Damit du ein bisschen Gas. Ja, welches Fass? Bitte? Zwei oder drei? Welches 2 oder 3? Hä? Ach so, da, ja, ganz links. Ganz links. Erst, ich dachte ja. Einfach Silo, welches Fass. Ja, Silo. Ich habe jetzt an Gewicht vorne dran gedacht. Ach so.
Ja, davon habe ich jetzt keins. Also ich da jetzt kaufen?